Dann grüß euch noch einmal. Jetzt werden wir die Startermann auslosen, damit wir wissen, wo wer Heimspiel hat gegen wen und wer Auswärtsspiel. So, dazu fangen wir gleich mit der Gruppe A an. Also wichtig ist, wir gehen jetzt auch von oben herab wieder vor. Also sprich derjenige, der aus Club 1 gelost worden ist, kriegt jetzt als erster Startnummer bis 5 absteigend. Und es gibt auch schon eine Fixausgabe, der den Plan, wer gegen welche Startnummer wann Heim- und wann Auswärtsspiel hat. Den Plan werden wir dann bis morgen aktualisieren oder zumindest verbreiten, dass jeder wirklich morgen schon weiß, wer wann Heimspiel hat. Passt. Starten wir. So, GSC Linfos hat in dem Fall noch Startnummer 1. Dann hat Wurnitz hat Startnummer 5. Dann hat VSD 1 hat Startnummer 4. BPU Lake Ace hat Startnummer 3. Und dann muss eigentlich noch die Startnummer 2 für Oscar Fehler Publik bleiben. Die Gruppe A. So, gehen wir weiter zur Gruppe B. EK hat die Startnummer 2. FAS hat die Startnummer 1. EV Finkenstein, Startnummer 5. EA Kellerberg, Startnummer 3. Und da muss Teller. Und Hauschau, Startnummer 4 haben, so ist es. Das war die Gruppe B. Gehen wir weiter zur Gruppe C. Radenstein, Startnummer 1. Hasakfeld, Startnummer 4. Edelweiß Klagenfurt, Startnummer 5. Sammelsberg, Startnummer 2. Und da muss das Wildcard, die Mannschaft, was noch kommen wird, wo ich sicher bin, Startnummer 3 haben. Genau so ist es. Das war die Gruppe C, jetzt kommen wir noch Gruppe D. Startnummer, St. Stefan hat die Startnummer 2. Sachsenburg, Startnummer 5. St. Ulrich, Startnummer 4. Seeboden hat die Startnummer 1. Da wird von der zweiten Mannschaft im GSC Linfos die Startnummer 3 übrig bleiben.